Eröffnung ja mit Kindern und natürlich auch bei so einem schönen Wetter machen und heiß ist, habe mir gedacht, ich mache meine Eröffnungsrede in Versform. Das hat den Vorteil, ich kann es nicht ergänzen, kann es nicht viel erweitern und schwätze nicht im Kreis rum. Und das Zweite ist, es ist ziemlich kurz. Meine Damen und Herren, liebe Gäste aus nah und fern, herzlich willkommen in des Rates Namen. Schön, dass Sie so zahlreich haben. Ein herzliches Glück Gott denen, die wir Ehrengäste nennen. Bürgermeisterkollegen, Ehrenringträger, Damen und Herren Räte, eben alle vom Volk Gewählte. Unser Festpräsident Siegfried Lang hat es wieder geschafft, dass er fließt der Palmbräu-Gerstensaft. Dafür danken Vereine von Pfaffenhofen und Weiler dem Palmbräu-Boss Herrn Scheidweiler. Wer in unserem Weinort lebt und schafft, vergisst nicht zu schätzen den Rebensaft. Ja, es ist eine besondere Freude mir, zu begrüßen die württembergische Weinkönigin hier. Ihre königliche Hoheit Caroline Haasch, das freut uns sehr, dass sie wieder einmal kommt in ihren Nachbarort her. Sie wird uns einen Weingruß entbieten, so können wir auch den Wein gut genießen. Über 30 Jahre sind uns schon vergangen, dass dieses Fest zum ersten Mal begangen. 18 Mal wurde das Motto erhalten, Vereine beider Ortsteile müssen zusammenhalten. Die Organisatoren haben sich wieder bemüht, dass an zwei Tagen im Pfaffenhofen Frohsinn erblüht. Nicht hektisch werden oder sich beeilen, nein, lieber angenehm bei den Vereinen verweilen. Dies soll des Gastes Sinnes sein und bringt eben bei für die Vereine auch was ein. Lassen Sie uns nun beginnen mit Fanfaren, jungen Bürger und Bürgerinnen, Musik, kleine Frösche und Schnecken bilden schönen Rahmen und bezwecken einen tollen Auftakt für unser Festle, bei dem die Vereine bieten nur das Beste. Denn Worten folgen nun Taten. Ich wünsche viel Spaß an beiden Tagen. Bei Pfaffenhofer Fröschen und Schnecken aus Weiler feiert alle froh und heiter. Dies wünscht euch kein Geringerer als euer Bürgermeister Dieter Böhringer. Ja, meine lieben Damen und Herren, Festgemeinde, auch ich freue mich sehr, heute hier zu sein und Sie begrüßen zu dürfen. Und bin sehr froh, dass meine Amtszeit in den zweijährigen Rhythmus des Frosch- und Schneckenfestes hineinpasst. Ja, auch das Wetter, wir können uns nicht beklagen. Und die paar Regentropfen im Beginn, das waren die, auf die wir gerade sehr sehnsüchtig warten und die auch die Frösche und die Schnecken aus dem Haus lockt, um hierher zu kommen. Gemeinsam unsere Natur und unsere Landschaft prägen. Neben den Weinbergen haben wir die Felder und somit, finde ich, kann man es auch...
die Sonne auf dem Held und Bahn. Da schlüpfte aus dem Ei. Der Mondwerk gewesen. Schenk ich dir heute Nacht einen Stern.